Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach. Heute bereits am Sonntagmorgen, / Vormittag. Einen wunderschönen wünsche ich euch. So, es hat ein bisschen Probleme gegeben zum Start heute. Ich hatte eigentlich ein Video vorbereitet für heute Morgen 5 Uhr. Bin dann irgendwann um 8 Uhr aufgestanden. Also noch ein bisschen im Bett rumgetümmelt, ne? Und dann habe ich mir gedacht, komm, guckst du mal ein paar Kommentare an. Und dann sehe ich, das Video wurde nicht veröffentlicht. Und dann gehe ich mir so, hä? Was ist da los? Da habe ich nachgeschaut. Ja, habe ich PC angemacht und dann stand es da. Ein Videoformat-Datenfehler. Schlag mich. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas in der Richtung. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist aber nicht schön. Und dann habe ich es versucht nochmal hochzuladen und wieder das gleiche. Und deswegen habe ich es jetzt gelöscht. Habe aber dank dem Safe Game Backup-Ordner habe ich jetzt den gleichen Stand, wie ich jetzt also praktisch gestern hatte. Oder vorgestern. Und deswegen können wir ja ganz gemütlich weitermachen. Das war mir noch wichtig. Also irgendwie hat das nicht funktioniert. Keine Ahnung warum. Der ist ein bisschen langsam, ne? Das liegt aber auch daran wahrscheinlich, dass wir jetzt hochfahren. Die Premos generell sehr, sehr langsam agiert. Warte mal. Mal gucken, wo waren wir denn noch? Ah, yo, hier. Stimmt. Hier wollten wir doch auch ernten, ne? Also hier wollten wir weiter ernten. So war's richtig gesagt. Oh. Ich muss die Stopfen wieder aufmachen, okay? Also diese Tinken hier. So. Einmal und zweimal. Zack, rein ins Auge. Läuft. Okay. Dann machen wir das mal runter. Dann fahren wir den mal ganz geschmeidig hier um die Kurve, weil wir dann, wenn wir auf der Geraden, auf der langen Geraden unten der Allee entlang sind, werden wir dann einfach den Helfer wieder reinhauen. Ne? So wollte ich es formulieren. Oh, der ist gleich voll, ne? Ja gut, wir haben halt voll gedüngt. Ne? Also wir haben wirklich gedüngt, was die Hütte hergibt. Maximal. Oh, nicht den Gehweg. Oh. Ich glaube, es wäre aber vernünftiger, wenn wir das Stroh, ne? Wenn wir das pressen würden. Dann wäre, glaube ich, vernünftiger. So, wir werden jetzt nochmal... wir werden versuchen, dass er hoch runterfährt. Weil mir ist das irgendwie sympathischer. Weil da kann ich auf einer Seite schon anfangen zu arbeiten, weißt du? Deswegen. Nee. Der steht auch hier. Richtig minimal, ne? Warte, lass das mal pausieren. Komm. Ich habe ein bisschen Schnupfen heute, tut mir leid. Lass das mal ein bisschen pausieren. Nicht jetzt, weil ich irgendwie faul bin oder irgendwas, sondern ich möchte das zuerst wahrscheinlich geschwadert haben. Ist mir, glaube ich, sympathischer. Und dann können wir mit der Premus rüberfahren. Weil dann müsst ihr nicht hier jede Reihe nehmen, sondern kannst du auch ganz gemütlich einfach dann das Geschwaderte nehmen, ne? Und da wir einen großen Schwader haben, spricht eigentlich nichts gegen, würde ich sagen, ne? Allrad brauchen wir jetzt erstmal nicht, schalten wir mal aus. So, dann fahren wir hier mal entlang und dann ist ja weiter vorne wahrscheinlich, wird der Stand... Ja, da vorne steht er. Da vorne steht er. Das ist auch gut, dass wir den jetzt abtanken, weil jetzt ist er auf der richtigen Seite. Machen wir hier mal Rodo-Leuchte an und fahren wir da mal rein. Ah ja, das trifft sich ja wunderbar. Und dann können wir einfach rückwärts ranfahren. Ich hoffe, er ist so eingestellt, dass er stehen bleibt während dem Abtanken. Machen wir hier mal Warnblinker an. Ja, Kollege, du musst jetzt einen kleinen... Oh mein Gott, das war was so. Das war schlecht, Werner. Das war wirklich schlecht. So, warte, fahren wir nochmal an die Seite. Dann lassen wir den nochmal vorbei, den Kollegen hier. Dann fahren wir nochmal neu ran. So, wunderbar. Habe ich gern gemacht. Ist kein Problem, weißt du? Ah, der ist aber auch nicht optimal, ne? Der Johnny, der ist ein bisschen... hängt ein bisschen in der Luft hier hinten. So. Okay, wir bleiben ganz kurz hier stehen. Nur wirklich ganz, ganz fix. Und dann schauen wir mal. Ich habe übrigens überlegt, ob wir vielleicht, zwecks der Maschinentausch, weißt du, ob wir vielleicht ein bisschen was tauschen wollen. Ob wir vielleicht den verkaufen wollen. Weil ich habe ja auf Modfarm, habe ich ja einen... Ist er hier drin? Hier, den habe ich vorgestellt. Der ist erste Sahne. Und den hätte ich jetzt halt ganz gern getauscht. Hätte aber auch das originale Zeug dazu genommen, weißt du? Das heißt, alles, was der irgendwie... Also wir können es eigentlich lassen und das eigentlich tauschen. Das weiß ich noch nicht. Schreibt es mal in die Kommentare. Sollen wir mal den Weidemann nehmen und den Klaas 4 tauschen? Nicht jetzt, weil der Klaas schlecht ist. Auf keinen Fall. Aber ich finde den Weidemann einfach wirklich gut. Ich habe den vorgestellt auf Modfarm, wie gesagt. Und also der hat mich wirklich überzeugt. Der hat so viele IC-Elemente verbaut. So viele geile Sachen verbaut. Und da kannst du auch ohne Kabine rumfahren. Und ist richtig geil. Also mir gefällt der richtig gut. Aber schreibt mir doch gerne mal eure Gedanken in die Kommentare. Da würde ich mich sehr drüber freuen.
Der würde nämlich wegkommen dann. Ne? Die Geräte können wir prinzipiell behalten, weil der Weidemann hat die geile Funktion, dass er sowohl als auch aufnehmen könnte, mit einer kleinen Änderung in der Werkstatt. Aber er könnte es auf alle Fälle machen. Das wäre nicht das Problem. Es ist noch zu früh für einen Schwader. Ja, es ist noch zu früh für einen Schwader. Ich sag's ungern, aber es ist wirklich so. Der ist jetzt am Dreschen. So, wie viel hat er jetzt wieder drin? 20%. Der fährt jetzt hoch und runter. Ist halt schwierig, ne? Könnte natürlich auch sagen, komm, wir pfeifen auf das Schwader und fahren einfach mal. Es dauert halt einfach ein bisschen, aber das ist halt in der Ernte so, ne? Du beißt jetzt auch nicht 5 Hektar in 3 Minuten runter. Das ist halt einfach nicht machbar. Was aber sein könnte, was ich besser machen könnte, ist, dass ich nicht berghoch fahre mit dem schweren Ding, sondern dass ich da jetzt rückwärts hochschieße und dann von oben nach unten fahre. Vielleicht ist es dann schneller, weißt du? Ha, die Ideen überschlagen sich hier, du. So. Dann auf ein neues. Während das so laut ist, hier putze ich mir mal die Nase. Ah, so. Aber geht besser, ne? Guck mal. 10 km/h bergab, also das ist auf alle Fälle machbar. Ich finde auch diesen Fronttank, ne? Das sind 2 Wasserfässer vorne dran. So, als Fronttank getarnt? Sehr schön. Oder ja, Frontgewicht getarnt. Gut, wir können hier mal Tempomat einstellen und uns hier reinsetzen. Oh, ist das gemütlich, ja. Das Gute ist halt, wenn man auf die Art und Weise jetzt hier weiter ernten und Pellets pressen und so weiter und so fort, dass wir immer den Drescher im Auge behalten oder bis wir immer sofort sehen, okay, ich mach das jetzt so, dass wir immer sehen, zum Beispiel, der ist voll oder der muss abgetankt werden und so weiter und so fort. Jetzt sind wir, ja, wäre vielleicht besser, wenn wir, warte mal, der ist jetzt einmal hochgefahren, einmal runtergefahren, fast 50%, okay, das heißt, er fährt jetzt hoch und runter und ist dann fast voll. Passt, das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis wir abtanken müssen. Aber wir müssen jetzt auch bedenken, dass wir jetzt gleich einen zweiten Anhänger brauchen für die Pellets, weil die muss ich auch irgendwo hinkippen, ne? Die kann ich nicht einfach irgendwo stehen lassen, das geht nicht. Die müssen auch irgendwo in den Anhänger rein. Ja, da müssen wir noch gucken, wie wir das machen. Da müssen wir es nochmal... Ja, hier liegt natürlich ein bisschen breit gefächert das Zeug rum, ne? Ich fahr jetzt einfach mal ein bisschen hoch und runter. Weil hier ist er nicht so steil. Auf der linken Seite des Feldes ist es ja sehr viel steiler. Aber hier kannst du mit 9, 10 km/h fahren. Und das gibt halt echt mega viel Pellets raus, ne? Und Pellets gibt auch gut Geld, also... So, ein bisschen weiter rein. So. Ja, jetzt brauchen wir gleich einen Anhänger, ne? Ansonsten haben wir ein Problemchen hier. Oh, jetzt wird er aber wieder zäh, ne? Jetzt wird er wieder... Oh. Der ist ja komplett aus umgefahren, der Wahnsinnige, ne? Der ist nicht einmal so, ja, hier ist ein Feld, passt. Nee, nee, der ist einfach weitergefahren. Da juckt ihn gar nicht. So, jetzt sind wir voll. Machen wir das Ding mal aus. Ja. Du bist jetzt hier, ne? Du bist jetzt hier. Ja, jetzt haben wir dann aber ein Problem, ne? Jetzt haben wir dann zu wenig Trakteurs. Trakteurs. Häcksler bringt uns jetzt auch nicht weiter. Der bringt uns jetzt auch nicht weiter, wirklich. Jo, den können wir nehmen, ne? Da müssen wir halt den Schneidwerkswagen erstmal an die Seite stellen. Was jetzt aber nicht so dramatisch wäre. Komm, wir stellen den hier hin. Hier muss dringend nochmal mit der Wiese angesehen werden, ne? Da hat der Pflug sich ein bisschen zu doll ausgetobt hier. So, wir müssen ja noch einen Anhänger haben, ne? Der müsste noch irgendwo rumstehen. Hoffentlich in der Halle. Ja, da ist er. Perfekt, den nehmen wir für die Strohpellets. Sehr schön. IC hat er sowieso, der Fendt. Und Interactive, Quatsch. Dynamic Hose hat er auch. Das ist eben das Coole an dem Fendt. Alles, was das Herz begehrt, du. So, dann würde ich jetzt sagen, fahren wir an der Straße entlang.
Genau, wir fahren an der Straße lang, fahren vorne dann links. Der Drescher dreht noch immer um, hoffentlich. Und dann fährt er zurück und dann können wir den auch nochmal abtanken. Jo, da klingt nach einem Plan, Mädels. Hängst du fest? Nee, fährt 6,7 km/h. Alles gut. So. Okay. Wunderbar, das läuft. Dann fahren wir den hier mal ran. Dann kann der schon mal abladen. Das geht besser, ne? Ja, das ist viel besser für die Primus. Diese Anhänger hier. So, dann der hier. Siehst du, da vorne wird es überladen. Voller Korntank. Das habe ich gesehen, kein Problem. So, Warmblinker brauchen wir nicht mehr am Feld. So. Mäuschen, immer rennen damit, nicht? Aua, mein Pedal ist gerade weggerutscht. Vielleicht hat man es ein bisschen gehört. So, erstmal ein Käffchen. Hat John Deere eigentlich auch Anhänger gebaut? Fragen wir jetzt nur gerade so, ne? Weil da ist hier John Deere, Krampe. Deswegen frage ich, hat John Deere auch Anhänger gebaut? Das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Ja, das macht er halt wirklich gut, ne? Da kennt er nichts. Ah, das dreht sich auch ganz langsam. Ist schon ein schönes Gerät. Und vor allem, wisst ihr, das Beste daran, der gehört uns. Den haben wir gekauft. Der ist nicht mehr gemietet, der ist gekauft mittlerweile. Das ist auch so ein geiles, so eine geile Sache, ne? So, hier haben wir noch was stehen lassen, aber das ist ja klar mit der Maschine. So, haben wir abgeladen. Können wir weiter? Jo, wir können weiter. So. Das Ding hat auch Scheibenwischer, ne? Das ist ja auch geil. Scheibenwischer kannst du haben. Boah, ist aber schon wieder 10, ne? Boah, lala. Wir werden die Bahn noch ziehen und dann werden wir warten. Oder? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wir machen das so. Vielleicht machen wir auch ein bisschen Forst erstmal. Aber ja, dann könntest du natürlich auch wieder sagen, ja Werner, lass doch das mal sein und fahr doch den Drescher einfach selber. Ja, wäre auch eine Option eigentlich, ne? Gut, wir müssen jetzt natürlich berücksichtigen, dass hier ist ein großes, also wirklich ein sehr großes Feld. Weil der hat das ja wirklich, also die 74, 75 hat der einfach jetzt zu einem Feld benannt. Das ist schon ein größeres Feld auf alle Fälle. So, vielleicht ist es aber auch nicht schlecht, wenn wir das Vorgewende schon mal wegpressen, weißt du? Oder wegpelletieren. Wenn es so einen Ausdruck überhaupt gibt, keine Ahnung. So, gut, dass wir da ein paar Bäume weggefällt haben, du. Siehst du, weil es... Das kommt uns jetzt halt zugute, die Arbeit, die wir schon geleistet haben. Gib alles Case! Ah, schon 10, ne? Alter Falter. Jetzt gib mal richtig Stoff hier. Mehr, noch mehr. Ja, genau, das ist die richtige Richtung. Immer volle Möhre. Alter, der Drescher gibt auch Gas, ne? Der flitzt hier rum, ey. Wie schnell fährt denn der eigentlich? Warte mal. Drescher. 10,9, 11 km/h, Alter. Der macht seinen Job aber. Da kannst du drauf giften. Ich muss gerade nochmal überlegen. Wir haben. Das ist jetzt eine Weizenrunde, ne? So weit, so gut. Die Frage ist, war das jetzt irgendwie einfach nur, damit was angesehen wurde? Oder war das jetzt, habe ich da irgendwie einen Plan verfolgt? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, du. Das ist schon wieder so lange her. Also was ist so lange? Eine Woche, 10 Tage vielleicht? Hast du schon mal vergessen, ne? Sagt hier GPS? Ja, läuft. Jetzt verreckt halt wieder, weißt du? Das Ding hat hunderte PS, ne? Und verreckt hier, wenn er hochfährt. Das ist krass. Gucken wir uns mal ein bisschen das Innenleben der Pelletmaschine an. Licht haben wir auch, ne? Jawoll. So, aber wahrscheinlich war es nur, weil es hier ein Stückchen berg hoch geht. So, jetzt gibt Stoff, Alter. Voll, jetzt.
gib alles. So, jetzt geht's voran. Alter. Und jetzt geht's dann wieder bergab, ne? Das ist eben. Stappenbach ist nicht ganz eben. Stappenbach geht halt hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Jetzt haben wir nur mal das Vorgewende gemacht, ne? Und wenn ich dann fertig bin, bin ich wahrscheinlich wieder voll. Das heißt, wir haben schon zwei Ladungen, nur mal von einem Vorgewende, zwei Ladungen rausgeholt. Das ist auch einiges. Oh, 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 oh. Aber ich habe alles mitgenommen, ne? Die Kurve habe ich schön bekommen. Alter, Falter. Alter, der Drescher, ne? Rauf, runter, rauf, runter. Das ist ja geil. Der macht seinen Job... Oh, verdammt nochmal, ich bin gleich voll. Der macht seinen Job echt gut, ne? Abfahrer. Nee, du bist der Falsche. Da gibt es noch einen, warte. Da ist er. Einmal rumfahren, bitte. Alter, schon 7500 Liter. Wollen wir eine kurze Kalkulation? Warte, ich bin ja so ein Kalkulationsmensch, ne? Ich bin ja so ein Mensch, der was gerne so ein bisschen ausrechnet und so, ne? Gucken wir uns das Symbol nochmal an. Das ist das mit den Halmen hier. Das bringt, ja, 1229. Also das kann man auf alle Fälle machen. Aber das und vieles mehr. Gucken wir uns heute in der zweiten Folge an. Ich hoffe, dass die pünktlich kommt. Es tut mir wirklich sehr leid, dass sie so spät kommt, die Folge. Wenn es euch gefallen hat, liebe Leute, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns heute Mittag wieder in der wunderbaren Weizenernte. Bis später. Macht's gut. Ciao, ciao.